Moin, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play LS17 Nordfriesische Marsch Map Version 3.1 ohne Gräben. Wir sind am Ballenpressen. Hier, sieht man. Sieht jetzt sehr wild aus. Nicht daran, dass ich hier mit AI-Vehicle-Helfern habe dreschen lassen. Und dadurch ich natürlich keinen Kurs habe, um hier Ballen automatisch pressen zu lassen. Also ich habe dann versucht, mit Cosplay was hinzukriegen. Das hat aber nicht funktioniert. Dann habe ich angefangen, also es hat ein bisschen funktioniert, aber es ist eben sehr viel liegen geblieben, sodass ich von Hand nachpressen muss. Ich will das auch nicht einfach alles untergrubbern. Das Stroh, das kann man immer noch mal gebrauchen. Das kann man sich irgendwo hinlegen. Ich habe zwar mal überall Stroh, der Komposter ist mehr als voll. Die Mischfutterfabrik ist voll. Am Rinderstall habe ich genug. Aber trotzdem, notfalls verkaufen wir das ganze Stroh. Das kann ja auch nicht schaden. Und ja, wie dem auch sei, sind wir parallel noch am Zuckerrüben ernten, am Kartoffeln ernten. Ich bin hier am Strohpressen und wir sind noch ein Feld am Sehen. Jetzt sehen wir aber jetzt schon mal hier, Klaas hat wieder durchdrehende Reifen. Ja! Wird er jedes Mal geben. Pappnase, ey. Unglaublich, ey. Ich bin scheiße eingefahren, den Kurs scheinbar. Ich weiß nicht, woran das liegt, dass der hier mal gegenbrettert. Jedes verdammte Mal. So, was stimmt hier jetzt nicht? Erst hinfahren. 90% ist. Jo, so. Hallo, Mann. Okay. Wieso musst du jetzt hier wenden, ey? Die Fruchtumfahrung aktiviert habe oder was? Dann deaktivieren wir das eben, dann geht's schneller. Mann, 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 so. Nicht zum Aushalten. Ja, und wir machen hier mal von Hand noch ein paar Ballen. Wie gesagt, kann ja nicht schaden. Das kann ja nicht schaden. Gucken, ob er denn da oben auch die Superrüben los wird, aber bald. Ich denke noch schon, aber... Da schon wieder auf, wer steckt im Verkehr fest? So. Naja, nicht spannend im Moment, hier zuzugucken. Hinten Klaas hat jetzt durch den Reifen.
Oh, es ist zum Kotzen. Dann gucken wir uns das mal eben an, wo denn da auch vernünftig hinfährt. Ablädt, ist auch nicht mehr so viel Zucker rum. Und? Das kann doch nicht wahr sein, oder? Ey, ich dreh hier durch, ey. Jetzt noch einen Punkt hier setzen, dass er hier abkippen soll oder was? Na los, weiter geht's. Müßig diesen. Das ist ja witzig. Ich hätte hier natürlich auch einen Schwader darüber fahren lassen können. Dann hinterher direkt die Presse. Aber habe ich nicht. Ist so. Kann ich nicht ändern. Ich will hier auch nicht jeden Fissel aufheben, aber ich wollte nicht das halbe oder dreiviertel Feld an Stroh hier liegen lassen. Dafür kann man das wirklich noch gebrauchen. Kann es, wie gesagt, notfalls verticken. Oder was auch immer damit machen. Das ist überhaupt kein Thema. Hier noch. Ziel ist es eigentlich, in dieser Aufnahmesession die ganze Rübenernte einzubringen, aber ich glaube, Johnny, das kriege ich nicht hin. So, Zeit, und das dauert ja, das zieht sich hier noch mindestens über 4 Folgen oder so hin. Schaffe ich heute nicht. Muss ja auch noch alles bearbeitet werden. Und, hochgeladen werden. Und so weiter und so fort. Ich muss erstmal gucken, ob die Qualität überhaupt von den ganzen Sachen, die ich jetzt produziert habe. Ich weiß, dass ich jetzt in der einen meiner ersten Aufnahmesession, die ich jetzt wieder hatte, nachdem ich jetzt eine ganze Zeit nichts gemacht habe, hatte ich keinen Game Sound. Doof. Zu ändern. Ach,
Nachhinein. Ich werde es trotzdem veröffentlichen. Nehme hier auch hier einen rein. Fizzle-Zeugs, da fahre ich nicht. Ganz erspart. Kann man natürlich mitnehmen. Schade, dass wir hier nichts haben, wo man Stroh gebrauchen kann. Kein Kompostmaker, kein... was weiß ich. Schade, schade. Alles am anderen Ende der Welt. Egal. Der Haufen. Einer von zwei. Jawohl. Offroad-Gelände. Ich will mir mal wieder einen Jeep kaufen. Oh doch. Ja, mal gucken. Hier noch so geht. Hier auch noch die ganzen Ballen auch noch irgendwie einfahren. Und da muss ich die irgendwo lagern, irgendwo hinbringen. Ich weiß gar nicht, wohin. Immer dann direkt in Verkauf. Als nächstes pflanze ich überall irgendwie, oder nicht überall, aber hier und auf zwei anderen Feldern Weizen an. Da habe ich dann ja auch wieder Stroh ohne Ende. Da brauche ich ja nun hier jetzt kein riesen Lager anlegen. Ich werde das ja lieber verticken und von dem Geld mir dann noch ein neues Feld kaufen. Wir haben ja noch 3,1 Millionen. Und das Fell, was ich haben will, kostet glaube ich 3,8 oder so. Und dann... ich gar nicht weiß, was ich darauf anpflanzen soll. Ja, noch mehr Mähdrescher kaufen. Ja, irgendwelche... Kartoffelernter mit 30 Meter Breite oder so. Das funktioniert. Ja, das ist jetzt spannend für euch, ne? Hier zuzugucken, oder? Hier den Schwarz nach Farbe. Einheiten, die noch liegen bleiben, die grubbern wir unter. Da kommen wir uns gar nicht weiter drum. Ja. Zeit schreitet voran. Eine ganze Folge nur Stroh pressen, Stroh pressen, Stroh. Ja, ist mal schwader, ich. Wie auch immer. Mal gucken. Das Preschen hat eigentlich ganz gut geklappt hier.
Jawohl. Feld 20 ist gesät. Das ist auch schön. Also warten, bis Feld 2 fertig ist. Wird eh gleich erstmal mein Dingens da wieder gegen Laternenpfahl, mein Zuckerrübenabfahrer. Ich sag ja, Klaas Aktion hat durchdrehende Reifen. Dann gehe ich da noch eben hin, befreie den, lade den ab. Das mit dem Abladen klappt ja auch nicht so. Und dann. Guck mal. Jetzt fahre ich hier zu Ende. Dann war es das auch für diese Folge. Dann seht ihr mich mindestens bei den nächsten zwei Folgen hier noch Strom haben. Haben sie alle durchdrehende Reifen. Der eine steht wieder am Laternenpfahl, der andere steht wieder am Baum. Mann, Mann. Wie ich schon sagte. In diesem Sinne bedanke ich mich bei euch fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Kommentar da, lasst ein Like da, abonniert mich. Würde mich noch mehr freuen, wenn ihr morgen oder bei der nächsten Folge zumindest wieder einschaltet. Und sage Ciao!